Hallo liebe Wagen, herzlich willkommen zu eurer zeitlosen Legung. Diese Legung ist zu jedem Zeitpunkt, auch Monate nachdem ich sie hochgeladen habe, für dich zu schauen. Ja, also sie ist nicht festgelegt auf den Zeitpunkt des Hochladens, ist nicht zeitgebunden, aber sie gilt für ungefähr die nächsten 4 bis 6 Wochen. Okay, wir schauen heute auf das Nächste, was dir passieren wird, das, was direkt um die Ecke lauert oder für dich kommt, ja, also die nächsten Ereignisse, das Nächste, was dir bald passieren wird. Und du bist hier genau richtig, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Waage ist. Und bevor ich beginne, ein kurzer Disclaimer. Dieses Video ist natürlich keine persönliche Legung. Das bedeutet, es wird und kann nicht mit jedem 100% resonieren. Nimm einfach das, was für dich wichtig und richtig erscheint und lass den Rest los, okay? So, dann fangen wir auch schon an. Was steht an? Bei der Waage, was kommt um die Ecke? Was ist schon um die Ecke? Die 5 der Münzen. Noch keine Panik, bitte. Für die Wagen, was passiert? Oh, 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 oh. Die 2 der Schwerter auf dem Kopf. Aber die ist zuerst hier herausgefallen. Und das war der Ritter der Stäbe. Ich muss nochmal schauen. Ja, das war richtig. Auf dem Kopf. Interessant. Ich lege für euch jetzt erstmal alles für die Wagen, für die Wagen, für die Wagen. Was kommt? Ups, das sind zu viele. Wir nehmen erstmal die hier. Das Ass der Schwerter. Mhm, okay. Wow. Und eine letzte Karte. Das ist die Mäßigkeit. Am Boden des Decks haben wir Tod. Auch wenn es erstmal nicht so aussieht, das ist eine hervorragende Legung. Okay, sehr, sehr gute Legung. Denn wir haben hier ein Gefühl der Einsamkeit, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, was durch Selbsttäuschung verstärkt wird, okay? Ihr kommt aus einer Selbsttäuschung, aus einer Fehlwahrnehmung über euch selbst hinaus, okay? Das kann sein, dass ihr seit kurzem erst Single seid oder vielleicht auch länger, dass ihr Dinge über euch selber denkt, die falsch sind. Ihr werdet bald erkennen, dass viele Dinge, die ihr über euch selbst denkt, besonders die negativen Dinge, falsch sind. Das kann tatsächlich ich sollte dies und das tun Statements sein, also diese Aussagen, ich sollte mehr aus mir herausgehen, ich sollte mehr vor die Tür gehen, ich sollte dies und das tun, ja, ich sollte meine Wohnung immer tipptopp haben. All das sind Glaubenssätze, die von anderen meistens in uns platziert worden sind und die einfach nicht richtig sind, die uns unter Druck setzen, aber die nicht angebracht sind, wenn wir selber mit uns sanft umgehen wollen. Okay? Es sind auch Glaubenssätze wie ich bin zu. Ja, ich bin zu dumm, ich bin zu schlau, ich bin zu laut, ich bin zu leise, es ist egal. Okay, denn all das ist uns einmal in uns gepflanzt worden. Ja, die Saat ist in uns gepflanzt worden und wir tragen sie weiter. Das ist sehr tragisch. Ne? Wir tragen sie in uns und wir erzählen uns diese Dinge selber. Aber das Gute, was ich hier sehe für euch, ihr kommt aus dieser Selbsttäuschung, denn das ist es im Grunde, ihr kommt aus dieser Selbsttäuschung heraus. Ihr erlangt Klarheit. Ne? Das ist diese 2 der Schwerter, ist in sich selber zu verschließen und nachzudenken. Es kann etwas sehr Gutes sein, vor allen Dingen, wenn wir einfach mehr über uns erfahren möchten und uns kennenlernen möchten selbst und sehen, was macht mich denn glücklich, was bringt mich denn weiter.
Aber in diesem Falle sehe ich, dass das eher ein, ja, ein in sich zurückziehen ist, was nicht gesund ist, und ein Gedankenwälzen, was auch nicht gesund ist. Vielleicht habt ihr Placements, vielleicht habt ihr irgendwelche Mondstellung oder Sonne oder ähnliches oder Aszendent, vielleicht habt ihr das im Löwen, denn da war ein ähnliches Thema über Selbsttäuschung und Gedanken. Nee, es war nicht Löwe, es war Jungfrau, Entschuldigung, es war Jungfrau. Und ihr kommt heraus aus dieser, ja, aus diesem Denken, aus diesem Gedankenkarussell, falsche Einschätzung. Ihr werdet erkennen, vielleicht mit Hilfe eines Therapeuten, einer Therapeutin, aber vielleicht auch selbst, ja. Vielleicht wird euch ein Licht aufgehen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das führt zu Heilung. Denn all diese Glaubenssätze halten uns fest, halten uns im Mangel, halten uns in negativen Gefühlen. Und Mäßigkeit ist Heilung, ist Balance. Wieder das Gute zu sehen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das schaffen wir, indem wir uns von alten Glaubenssätzen lösen und trennen. Okay, dann schauen wir mal auf die Orakelkarten. Ich glaube, der Merkur ist bald auch wieder rückläufig. Ich merke es, weil ich die Worte nicht mehr finde. Das passiert mir immer in der Rückläufigkeit. Gar nicht mal so während der Rückläufigkeit, sondern in der Schattenperiode. Okay. Wir haben mentale Fähigkeiten. Also das, was hier als Erkenntnis reinkommt, kann ein Download sein vom Universum. Ne, wir haben hier eine Person, die mit dem Universum verbunden ist durch das dritte Auge. Es kann also sein, dass eure Spirit Guides, ne, falls ihr das Spirit Guides Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das gerne mal an. Das findet ihr auf meinem Kanal in der Playlist. Denn da sind wunderbare Botschaften der Spirit Guides durchgekommen. Ist leider nicht so oft geschaut worden, aber es war wirklich fantastisch, was dabei durchgekommen ist. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da gerne rein. Und denn ich glaube, dass ihr hier einen Download bekommt von euren Spirit Guides, um euch zu befreien. Ja, ihr habt euch viel zu lange an das gehalten, was andere euch über euch selbst gesagt haben, und ihr habt gar nicht erkannt, dass vieles, was euch gesagt wurde, einen Zweck hatte, nämlich euch klein zu halten. Okay? Und jetzt ist Zeit, dass ihr in euer Wohlbefinden kommt, ja, euer Wellbeing, euer Wohlbefinden, dass ihr endlich euch dagegen auflehnt, was andere über euch gesagt haben, und zu euch selber findet, okay, dass ihr euch wohlfühlt in eurem Körper, wohlfühlt in euch selbst. Und wenn ihr euch wohlfühlt, dann werdet ihr ganz andere Dinge anziehen, als wenn ihr ständig mit euch selbst im Streit lebt und im Krieg lebt. Ja, manche leben im Krieg mit sich selbst. Und das wird euch auf jeden Fall befreien hier. Es ist fast so, ne, sehr ähnlich irgendwie, wenn man das so hält, dann ist es eine sehr ähnliche Körperhaltung hier. Genießend, wohlfühlend, ja, nicht Sorgen machen, sondern wohlfühlend und befreit, dass die Zukunft positiv wird, ja. Schauen wir mal auf die Mondkarten, Moonology. Your commitment is being tested, also deine Verpflichtung, deine, wie soll ich sagen, deine, ja, im Grunde ist es hier tatsächlich sowas wie Willenskraft oder deine Verbindung, ja, das, was du, deine Verpflichtung wird getestet, das, worauf du dich verpflichtet hast, okay? Und das kann sein, dass sobald du feststellst, dass das, was du über dich gedacht hast, falsch ist, dass hier Menschen in dein Leben treten. Oder Menschen zurückkommen, zum Beispiel deine Eltern, dein Partner oder wer auch immer, der versucht, dieser Mensch versucht, dich dort zu halten, wo du immer warst, nämlich im Krieg mit dir selber, denn das hat dich klein und gefügig gemacht. Und jetzt, wo du deine wunderbaren
Fähigkeiten und deine Einzigartigkeit erkennst, strahlst du plötzlich hell und das sehen andere Menschen. Andere Menschen, die nicht möchten, dass du hell strahlst, weil du nämlich sehr viel gefügiger bist, wenn du nicht dein Licht siehst in dir selber. Okay? Und diese Menschen kommen und versuchen, dich wieder klein zu halten. Und da wirst du getestet werden. Die werden dir erzählen, dass du eben zu bist, ja, zu laut, zu leise, zu dumm, zu schlau, was auch immer. Und du wirst hier getestet und indem du zu dir selber stehst und sagst, nein, das ist falsch, was du sagst. Und indem du dein Licht scheinen lässt, ziehst du wunderbare Dinge in dein Leben und du wirst heilen von Dingen. Das sind drei, ist mir ein bisschen zu viel. Zwei wäre okay gewesen. Drei. Okay. Wir haben, und ich glaube, diese Karte ist auch rausgekommen eben, wir haben Hold Your Vision, also halte die Vision, ne? Sobald eure Spirit Guides euch hier wirklich die Dinge, die Wahrheit zeigen, ist es an euch zu sagen, das ist die Wahrheit. Daran halte ich fest. Auch wenn Menschen kommen, die versuchen, mir anderes zu erzählen, ich halte an meiner Wahrheit fest, denn das ist die einzig relevante Wahrheit. Okay? Und dann haben wir ein neuer romantischer Zyklus beginnt mit dem Neumond in der Waage. Der Neumond in der Waage wird im Oktober, immer im Oktober seinen Auftritt. Okay, also im Oktober, ich glaube, wir haben im August haben wir blauen Mond, Blue Moon. Also zwei Vollmonde im Monat, aber nicht im Oktober, aber der Neumond im Oktober wird für dich wichtig sein. Okay, der kommende, es ist egal, wann du dieses Video schaust, selbst wenn es noch lange hin ist, aber hier wird vielleicht ist es auch der vergangene, ja, solltest du dieses Video zum Beispiel im Januar schauen, dann erinnere dich mal an den Oktober, was dort passiert ist. Okay, denn da war der Neumond in der Waage. Und für die das jetzt ab diesem Zeitpunkt sehen, wenn ich es hochlade, ist der kommende Oktober relevant. Okay, dort wird die Venus auch, das ist ja hier romantischer Zyklus beginnt, dort wird die Venus auch vorläufig sein und auch aus der Schattenperiode rauskommen. Denn wir haben momentan, wenn du dieses Video siehst zum Zeitpunkt des Hochladens, ist die Venus rückläufig. Und das bedeutet, wir werden nochmal geprüft und werden mit alten Mustern konfrontiert. Und das kann tatsächlich sein, falls du Single bist und jemanden suchst, dass danach im Oktober jemand in dein Leben tritt, mit dem du einen neuen Zyklus beginnen kannst, ja. Und der auch vor allen Dingen eher zu deiner Heilung beiträgt und der dich so sieht, wie du bist, nämlich als scheinendes, strahlendes Wesen und nicht versucht, dich in diesem Mangel zu behalten, okay? Also der dich fördern möchte und der für dich da ist. Ich habe 1333 gerade auf dem Viewfinder gesehen, also vielleicht ist die 3 für dich wichtig oder 1333, falls du danach suchen möchtest, okay? Ihr Lieben, ich wollte mich gerade schon verabschieden, aber noch eine Karte gibt es. Eine letzte Karte für die Waage. Was ist um die Ecke? Was kommt? Sei du selbst. Oh ja, im Grunde fasst das nochmal alles zusammen, was ich gesagt habe. Ne? Scheine, strahle, sei du selbst. Die Situation verlangt von dir, ganz authentisch du selbst zu sein, weil das die Grundlage für deine persönliche Kraft ist. Auf jeden Fall, du wirst erkennen, dass du ein wunderbares Wesen bist und es sich lohnt, du selbst zu sein. Denn wie gesagt, du bist gut so, wie du bist und du bist nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu dumm, nicht zu schlau. Du bist genau richtig so. Okay, ihr Lieben, das war es jetzt wirklich für diese Woche. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Falls ja, lass gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo, sodass du nichts mehr verpasst. Und falls du mich darüber hinaus unterstützen möchtest, dann kannst du mir beispielsweise ein Trinkgeld dalassen. Zum Beispiel über den Super Thanks Button, das kleine Herz unter diesem Video. Es gibt noch andere Möglichkeiten, die
Links und Infos dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und in der Infobox. Und das ist natürlich nie ein Muss, sondern immer nur mit viel Liebe und Dankbarkeit empfangen. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin.